Hinde Verlag gibt es eine kleine Mozart-Sensation zu vermelden. Die berühmte Ado-Klaviersonate, Kirchverzeichnis 331, mit dem wunderbaren ersten Satz, dem Andante und seinen Variationen und dem noch berühmteren Finale, dem Alla Turca, ist im Hinde Verlag in einer Neuausgabe herausgekommen. Und warum? Weil völlig überraschend im Herbst 2014 ein Großteil des Autographs der Mozartschen Handschrift dieses berühmten Werks entdeckt wurde. Und mein Name ist Wolf-Dieter Seifert und ich durfte für den Hinde Verlag diese Neuausgabe herausgeben und hatte das Privileg, von der Budapester Nationalbibliothek das Autograph einsehen zu dürfen. Und ich habe schon sehr viele Mozart-Autographe in der Hand gehabt und gesehen, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz bedeutende Handschrift, denn, wie sich gezeigt hat, ändern sich tatsächlich viele Noten gegenüber der bekannten Version dieses Werkes. Und somit bin ich der Bibliothek sehr dankbar, diesen Einblick nehmen zu dürfen. Und Herr Bellheim, mit dem ich viel über dieses Autograph diskutiert habe, hat die Fingersätze zu meiner Ausgabe beigesteuert. Was war denn, Herr Bellheim, für Sie das Spektakulärste an dieser Ausgabe? Ja, ich bin vom Fund des Teilmanuskripts restlos begeistert. Ich finde, dass wir eine super Ausgabe daraus gemacht haben. Und damit haben sich alle Ausgaben, die wir kennen, überlebt. Wie ich schon sagte, ergeben sich durch diesen Quellenfund Mozarts Autograph einige Stellen mit neuer Musik. Wir haben für Sie zwei solcher Stellen vorbereitet und wollen sie Ihnen jetzt gerne kurz vorführen. Die erste entstammt der fünften Variation aus dem ersten Satz, wo es eine sehr markante rhythmische Veränderung gibt. Herr Bellheim spielt zunächst die bekannte bisherige Version und dann die Fassung nach meiner neuen Urtextausgabe. Beispiel stammt aus dem zweiten Satz, aus dem Menuett der A-Dur-Sonate und zwar aus dessen Takt 3. Ja genau, wir finden in diesem Takt sogar zwei Veränderungen. Zum einen einen wesentlich längeren Bogen, der über den praktisch gesamten Takt geht und außerdem schreibt Mozart auf der dritten Taktzeit kein Cis, sondern ein A. Ich spiele mal das Bekannte vor. Daraus wird jetzt. Mich überzeugt das viel mehr. Eine andere Überraschung ist, dass dieses neu aufgetauchte Mozart-Autograph an einigen Stellen die Texte der Erstausgabe bestätigen, obwohl sie in der Forschung und unter vielen Musikern sehr umstritten sind. Wir haben auch dafür für Sie zwei Beispiele ausgesucht. Eine ganz entscheidende Stelle, die mich seit Jahren beschäftigt, ist der Takt 84 der vierten Variation im ersten Satz. Hier kommt ein ganz eigenartiger Akkord vor, der klingt so, der erscheint bei Mozart an keiner anderen Stelle. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das, was sucht er dort? Es war bisher immer... diese Dissonanz sehr präsent. Jetzt ist es tatsächlich so, die Dissonanz ist so gemeint von Mozart, wird aber abgeschwächt durch die Staccato-Punkte. Und es klingt jetzt so. Eigentlich ein ganz besonderer Charme an dieser Stelle. Eine besonders viel diskutierte Stelle findet sich im Mittelteil des Menuetts. Da ist die Frage immer A-Dur oder A-Moll. Heutzutage spielen wir alle A-Moll, weil die Herausgeber des 20. Jahrhunderts auch unsere bisherige Hindu-Urtextausgabe die Erstausgabe verbessert von A-Dur zu A-Moll, obwohl überall ein Kreuz steht. Nun das Autograph, tatsächlich Kreuz, also A-Dur, das
Autograf bestätigt also die Erstausgabe und in meiner neuen Ausgabe habe ich nun erstmals tatsächlich A-Dur wiedergegeben. Herr Bellheim spielt uns zunächst einmal diesen Teil so vor, wie wir ihn alle kennen. Und jetzt dieselbe Stelle, so wie sie im Autograph in der Erstausgabe und auch in der neuen Urtextausgabe steht, nämlich in A-Dur. Herr Bellheim, sagen Sie doch kurz noch etwas zu Ihrem Fingersatz, den Sie der neuen Urtextausgabe beigesteuert haben. Wodurch zeichnet er sich denn besonders aus? Ja, mein Fingersatzprinzip, was mich sozusagen geleitet hat, ist, dass die Last der Hand auf die Finger gleichmäßig verteilt wird und dass die Finger sehr gut artikulieren können. Nicht Legato um jeden Preis, sondern um jeden Preis tatsächlich Artikulation und eine sehr gute Lastenverteilung auf die Finger. Also Beispiel, der Takt 47 des letzten Satzes, hier ist eine virtuose Sechzehntelfigur in der rechten Hand. Und der Fingersatz geht 4, 1, 5, 2, 3, 1. Das ist eine wunderbare, gleichmäßige Verteilung auf die Finger und fühlt sich an wie eine Massage. Der Anfang des berühmten Alaturka-Satzes ist uns leider nicht in Mozarts Autograph überliefert, weshalb wir auch nicht wissen, welche Tempoangabe Mozart geschrieben haben mag. Die Erstausgabe hat das merkwürdige Allegrino, eine Tempoangabe, die Mozart sonst nie benutzt, und es ist auch ein bisschen unklar, was er damit meint. Die Erstausgabe wurde dann später nachgedruckt von anderen Ausgaben und heutige Ausgaben haben Allegrino zu Allegretto verändert. Was möglicherweise Mozart geschrieben hat, wie gesagt, wir wissen es nicht. In jedem Fall mussten wir in unserer Revision Allegrino verwenden, weil das die primäre Quelle Erstausgabe bietet. Allegrino oder Allegretto, wie auch immer, es ist auf jeden Fall ein leichtes, freundliches Allegro gemeint und kein Prestissimo, wie man diesen Satz leider meistens hört. Und Herr Professor Bellheim wird uns das jetzt einmal vormachen, wie es ein richtiger türkischer Reitermarsch klingt.